warte kurz, ich schreibe mal ganz kurz in, immer lauter, ich höre, wann wir ein Echo haben. Hm? Das klang so scheiße. Okay, warte, Aufnahme an. Ich hab doch einen wunderbaren Ton. Mach nochmal den Echo-Schreitest. Viel Spaß. Jetzt recht einfach in einer vernünftigen Lautstärke. Ja, okay. Und dreh dich nicht immer zu mir! Dreh dich immer zu mir! Das ist doch logisch, dass es dann. Vor allem, ich hab grad von dir weggeguckt, ja. Ich guck hier in die Richtung, du scheiß mich dreimal von der Seite an. Dreh dich nicht zu mir! Oh Gott, das kann lustig werden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von dem. Ja, Horrorspiel Only If, und ich bin nicht alleine da, sondern auch mit dem Fritz Jefferson. Jo, der ist auch wieder von den Toten auferstanden. Ja! Ich hab mich breitschlagen lassen. Und wir spielen jetzt das Spiel zusammen, genauso wie wir auch Sniper Elite V2 gespielt haben und ja. Genau, ich hab keine Ahnung von dem Spiel, mich nicht ein bisschen informiert. Du? Ja, ich hab den Anfang geguckt, was das ist, damit ich weiß, was es ist. Deswegen. Ja, schon klar, jetzt. Fresse da, ich erzähl jetzt. Deswegen darf Fritz zuerst spielen. Ja, ja, gleich mal einen Vorteil verschaffen beim Rätselspiel. Ich weiß schon die kompletten Lösungen. Warte mal, Space to go back, gut. Ich hab gedacht, du kannst Englisch. Hm? Ja, aber... Du musst mit der linken Maustaste klicken, dann geht's los. Das ist links. Links hier ist die... Oh, Space continue, ja, okay. Das Problem ist, wir sitzen wieder in einem Raum mit zwei Headsets und nur einer hat Ton. Das ist Fritz. Und wir sind jetzt alle auf Fritz, also beziehungsweise ich muss auf Fritz hoffen, dass er gut übersetzen kann, weil es ist immer ein Radio da. Und ja, der spricht immer Englisch. Auch der Typ gerade spricht Englisch. Und ich habe, glaube ich, gerade voll dazwischen gelabert, als er Englisch gesprochen hat. Ja, ich habe kein Wort verstanden und die Musik war lustig. Ach, war bestimmt nichts Wichtiges. Also darf ich das... Ich habe das, glaube ich, richtig verstanden, dass wir jetzt... Darf ich das nochmal ausholen? Where am I? Ja, dann schau ich auch mal fort. Wo sind wir? Where is everyone? Heb mal immer die Hand, wenn du was verstehen willst und die Zuschauer auch, weil ich höre den Ton nicht. Das ist das Problem. Sam? Where the hell am I? Ist aber schönes Wetter. Ja, also sieht aus, als wären wir auf einer netten Party gewesen, wachen jetzt hier morgens auf und haben keinen Plan, wo wir sind. Oh, guck mal, was da in deinem Bett neben dir lag. Eine Hupe, die sieht echt erotisch aus, Fritz. War bestimmt eine richtig harte Party. Stell dir vor, du hupst, ne, komm, was reißt es raus, hoi! Das ist ein Vollidiot. Okay. Irgendwie hinhocken, steuerungsmäßig. Okay. Welche Taste ist das? C. Okay, gut. Partyhüte, darf nicht fehlen. Kunst, Kunst. Tür, ein noch mehr Kunst. Gemälde. Warte, mehr Kunst. Warte, wir haben ein Thumbnail gleich. Ja, okay, gut. So, zack. Ja, perfekt, danke, danke fürs Thumbnail. Ja, gut. Fritz, schön. Weißt du, spielst gerade, hast gerade gestartet und bist schon wieder tot. Ich hab noch eine scheiß Tür aufgemacht. Alter. Das ist mega trippy. Du musst gerade auslaufen, Junge. Ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Nee, nee, das habe ich schon gesehen. Pass auf. Du ich will da nicht hinkommen. Teile aus dem Spiel, ne? Du musst immer vom Schatten weg. Irgendwie. Hat der Typ doch, glaube ich, auch irgendwas gesagt mit Schatten. Kann sein. Und der Schatten ist gerade hinter dir. Ja, ich war schon das erste Mal tot. Okay. Naja, ist egal. Spiel erstmal ein bisschen. Oh Gott, auf was lasse ich mich hier ein, ey? Oh, epische Musik. Oh. Oh, fuck. Are you? Wait, what? Get out of my house before I call the cops. Ist er aus seinem Haus verschwinden? Wait, what's wrong with you? You know, I would like to play the guessing game, but that game is a little bit overrated. No, it's not. Don't you think? What are you talking about? Wait a about? Minute, how did you get in here anyway?
I'm not sure. It's just I was running away from darkness or something, and I think I knocked on your wardrobe or door. Wait. You know what? I don't want to hear it. Chill. Chill. Was denn los? Du musst mal alles verstehen. Kann ich zusammenfassen. Let's start with you moving over to that mirror. Wait, mirror? Wait, where? Start looking for it, you blithering idiot! You dumb nut! Sorry, wait. Oh Gott, ich würde gerne übersetzen, aber der Name die ganze Zeit. Der Max muss zu verpassen. Okay, also der Typ ist der Meinung, wir sind in sein Haus eingebrochen, soll jetzt hier verpissen, bevor er die Cops ruft. Und hey, geh mal zurück. Ja, pass auf, warte. Du bist doch von der Tür gekommen. Ja, pass auf, er meinte, wir sollen jetzt zum Spiegel gehen. Und dann kam die Frage, ja, wo ist denn hier der Spiegel? Ja, such nach ihm. Und dann hab ich angeschrien, wie so ein Bekloppter. Ja, Fritz, du Penner, Alter, du bist ein, kannst du mir ins Spiel gucken. Ja, lol. Wir sind von da gekommen, ja, aus dem Raum. Wir sollen jetzt nach dem Spiegel suchen. Vor allem, ich hab den Typen leicht brüllen hören, Josh, dein Headset. Warte. Und Josh meins. Es ist so... So, I can see your face, you ugly fuck! Why don't you take it out? Er meinte, er soll zum Spiegel gehen, wir unser hässliches Gesicht sehen. Er ist kein Jetzt hast du den Spiegel dahin gepackt. Was labert der jetzt? Okay, oder? Ein Schlüssel? Okay. Er meint, wir können ihm ruhig vertrauen und sehen, ob wir den Schlüssel da sehen, den sollen wir nehmen und uns hier verpissen. Okay, und jetzt? Ab weiter weiß ich nicht mehr, ich wusste. Labert er wieder? Okay. Er meint, also, er gibt uns eine kleine Chance zu entkommen. Okay, naja, also ich habe so weit gespielt, dass ich in diesen Raum da gekommen bin, Fritz. Den Spiegel habe ich auch mit E gedrückt zur Seite und weiter habe ich nicht gespielt, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Das war halt mein Anfang, von dem ich halt Ahnung hatte. Okay, eine Minute haben wir Zeit. Was passiert dann? Okay, er gibt uns die Chance zu entkommen, wir müssen uns irgendwie zu der Uhr. Eine Minute Zeit. Wir haben eine Minute Zeit, den Schlüssel zu finden. Meint er die? Nee. Nee, guck einfach mal an, lass einfach mal ab. Eine Minute. Das hat was mit der Uhr zu tun, 100 Pro. Das ist ja eigentlich auch ein Rätselspiel, ne? Die tickt auch krass laut. Also wenn schon der Hinweis gegeben wird, C zum Kriechen. Ah, da, warte mal. Ich kann ja aber auch, also wird mir immer was alles angezeigt, wo ich was machen kann mit E? Du musst, glaube ich, immer übelst nah rangehen, oder so ist es. Ich habe auch, glaube ich, gehört. Ja, okay, jetzt ist dein Video vorbei, jetzt ist der Schatten da, glaube ich. Ich habe auch gehört, dass das Spiel mehrere Wege hat, weißt du? Du kannst wirklich verschieden das Spiel schaffen oder verlieren. Okay. Guck mal woanders, bei der Uhr war es jetzt, glaube ich. Guck mal hinter der Couch, guck mal hinter der Couch. Naja, Alter, komm. Wo ist der Schlüssel? Guck überall, du! Ah! Naja, ich bin der Meinung, du gehst jetzt einfach immer im Kreis alles so lange abgucken, bis wir ihn finden, weil ganz ehrlich, das Gebiet, wo wir suchen müssen, ist nun nicht das größte. Weil jetzt überall. Wir können es auch vielleicht hinter den Spiegel gucken, der da auf dem Boden steht, weiß ich jetzt nicht. Nee, okay, gut, da ist er nicht. Gehst jetzt einmal komplett wieder rum. Jetzt würde ich. Get the key. Der ist 100 Pro hier irgendwo. Ich musste. Es steht immer, wenn du den Dialog fertig ist, die Uhr fängt an zu ticken, dann steht da C zum Kriechen. Dann guck. Heißt, die ist. So, hier. Jetzt guckst du nochmal. Oh, das ist. Jetzt hier, kommt der Schatten wieder. Sein können. Das ist eigentlich auch ein gutes Versteck. Schon wieder tot. Ich verstehe nicht, es ist so kacke. Wenn der Schatten kommt, verstehe ich nicht. Es wird so Flieger über die ganze Dings hinab. Ich glaube, das ist mir ganz genau zuhören. Alright. You see that key over there? Okay. Was hat er gesagt, genau? Ich finde den Schlüssel nicht. Wo ist der Schlüssel? Er meint, ja, siehst du die Uhr? In mein Auge und kleb es an diese Uhr. Hat er gesagt? Ja. Oh nein, Fritz, ich wette, du hast falsch verstanden. Wieso? Du hast eine Minute Zeit. Kleb dein Auge auf die Uhr. Sei schnell.
Achte auf die Zeit. Naja, stimmt, das ist drauf achten. Guck nochmal komplett überall rum. Jetzt hat er ja den Dialog beendet. Ich hätte gesagt, gute Stellen wir hinter der Pflanze nochmal zu gucken. Also, da sehe ich jetzt. Hinter der Couch da hinten, wo du warst, da war eigentlich auch eine gute Stelle. Dann würde ich nochmal die beiden Schränke angucken. Okay, hier ist er auch nicht. Ob du dir da irgendwas aufziehen kannst? Key. Ja, wen? Asten! Ja. Lager da! Nice! Aber ich kann nicht. Was soll ich jetzt machen? Ich hab den. Jetzt kommt der Schatten wieder. Jetzt haben wir Schluss gleich. Wir haben jetzt eigentlich genug Zeit, wieder abzugucken, wo denn irgendwo jetzt. Jetzt tickt sie. Hab ihn. Okay. Jetzt guck mal, ob du irgendwie die Tür, die du meinst. Kann nichts machen. In dem Raum ist auch nichts. Oh, stopp! Geh mal links in den Raum. Links! Ich hab da was gesehen. Da! Ah! Aha! Oh Gott. Hi, oi. Oh. Okay, jetzt geht's weiter. Why? Wait, how? How do you know my name? Why are you doing this? What's going on? Don't be too hasty now, son. We don't want you getting hurt now, do we? Before you get to see your girl. Hang on. What? One of these doors leads to your freedom. But sacrifices Samantha Graves. While the other door sacrifices yourself to save Samantha Graves. That is genuinely crazy. Most tunes have a chorus, buddy boy, but we're not playing a tune. We're playing to your heartbeat. Get it? Heartbeat? Yeah. Okay. No tune. Yeah, I get it. Die Dialoge sind ziemlich lang. Das ist aber, finde ich, eigentlich relativ ärgerlich. Ja. Wenn man immer so lange aufs Labern warten muss und so. Warte. What is life when it sits still in four pieces? Stay here and eternally compliment this still life or go out with a burning boom. What kind of boom? That all depends on the death of a pawn. Now it's time to decide whether you're gonna go for the big dick or small dick ending, Anthony. Was that supposed to be, Riddle? Okay. Ist er fertig mit Labern? Jetzt erst gewonnen hat, Digga? Ja. Alter Walter. Okay, also wir haben bei der Tür zwei Möglichkeiten. Irgendwie haben wir eine geliebte Frau, Freundin, irgendwas. Mhm. Eine Tür führt uns in die Freiheit und opfert sie dafür. Andere Weg opfert uns und lässt sie in die Freiheit. Lass die Alte opfern. Ja, aber ich weiß nicht, welche Tür. Und er meinte irgendwas mit einem Feuer. Wenn ein Feuer angeht... Nee, einer Feuer sagt, guck mal, da ist ein Kamin. Und da ist sogar ein Schalter. So, bring them to life with fire. So, genau. So, das heißt, ich müsste das Feuer anmachen. Aber irgendwie geht das gerade nicht. Ey, warte mal, da war... Oh, Black Porn, White Porn. Türen sehen gleich aus, mein Freund. Der will uns doch einfach nur verarschen. Es gibt nur die weiße Tür. Also das Gefühl, wir sind irgendwie bei Saw. Willst du ein Spiel mit mir spielen? Ja, so ungefähr. Irgendwie ist die Hitbox beschissen von diesem Schalter. Warte mal, wir sollen Feuer machen. Ja, ich muss jetzt einen Schalter. Na, der muss aber irgendwas drin sein, was Feuer macht. Q oder... Ich mach jetzt mal die weiße Tür. Es gibt ja nur zwei weiß. Ach, Rassist, Alter. Es gibt nur weiß. Warte mal, hast du jetzt... Ich hab Q gedrückt für die weiß. White Porn. Läuft komische, bisschen schiefe Geigenmusik. Okay. Jetzt hört die Musik auf, also langsam. Hey, wir müssen noch ein Feuer machen, oder? Das war doch die Aussage von ihm. Ja, okay. Bring them to life by fire oder so ähnlich. Na, guck mal, ob irgendwo Feuerholz ist. Ich wette denn... Oder irgendwas? Oh. Warte mal, was war das jetzt? Ich hab ein Blatt aufgehoben. Naja! Kannst du das von. Die Blätter von den Blumen da reinpacken? Nee. Das sind ganz normale Blätter. Da werde ich nicht. Ich würde ja gerne eine Runde Schach gegen ihn spielen. Um unser Leben. Das wäre auch interessant. Das wäre angenehmer. Aber ich hasse es, ich weiß mal nicht, was. Na, pass auf, eigentlich ist bei so einem Spiel immer die letzte Lösung einfach alles. Boah, hab ich gerade erschrocken. Oh, du bist mega krass zusammengezuckt. Alter. Hast du da gerade das scheiß Bild geklaut, Mann? Ja, ich hab das Bild geklaut, ich bin aufs Rundlaufen und hab eh gedrückt und einfach das Bild weg. Du hast die ganzen Bilder geklaut. Warte mal, ich stand hier, hab die auf die Pflanze geguckt und hab das Bild geklaut. Ach, jetzt. Diese Hitboxen, wo man auch was machen kann, das ist total verschwunden. Aha, Fritz, der Master of Disaster hier, was ist hier los?
Schön, hast Gemälde verbrennt, jetzt fühlt sich toll. And with responsibility, you sacrifice for the sake of others. I wanted to kill you, Anthony. You were pathetic to me. But seeing how much you care for others, I now respect you. Nimm die Rechte, bitte. Ich will die Rechte. Recht! Sacrifice yourself. Was? Wir haben uns jetzt geopfert. Fritz, du bist kacke. Fritz, du bist kacke? Du hast... Ich hab's noch nicht voll... Oh, was? Was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung, die Uhr tickt. die Uhr tickt. Scheiße, Mann. Warte. Let's just get this over with. I'm starting to like you, so I won't kill you. Okay, er mag uns, deswegen bringt er sich um. My name is Vincent Graves. Also, er ist wusste, er dich doch lieber die Alte opfert. Wait, you're Sam's dad? What up, my nigga? And racist. What up, my nigga? Hat er gesagt? Ja! Also haben wir jetzt ein Bro. Mag uns jetzt. Wait, how is this relevant? Oh, scheiße. Like okay, what? Wir sollen what do you mean? Was Süßes nennen? I'm having you for lunch after a dead day. I'm gonna fuck you up. I'm gonna fuck you up. Five. Wait, four, but no. Wait. Und was ist jetzt los? Keine Ahnung. Er hat runtergezählt. 5, 1 und bumm. Und dann waren wir tot. Okay, komm, warte, Fritz, warte. Ich hätte gesagt, der Part, der ist jetzt vorbei. Und oh, da ist echt was. Das war vorher noch nicht dran. Also der Raum ist anders, auf jeden Fall. Und wie es jetzt weitergeht. Und ob wir das Rätsel jetzt hier überhaupt lösen, das erfahrt dann in der nächsten Folge. Und ich glaube, ich spiele jetzt mal. Ja. Okay, gut. Viel Spaß, aber es ist gerade wieder ein schöner Dialog. Und ein Versuch. Let's voll dazwischen labert. Okay, ein Versuch haben wir. Guter Versuch, Fritz. Los, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sag tschüss, wir probieren das jetzt noch. Gut. Ciao, bis zum nächsten Part. Ja, macht's gut.